Wir befinden uns in der Sonderausstellung des Stadtmuseums Dresdner Philharmonie International. Die Ausstellung haben wir zum 150. Geburtstag der Dresdner Philharmonie ausgerichtet. Und hier möchte ich Ihnen gerne mal den einen oder anderen Musiker vorstellen. Wir haben hier Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin ist ja ein international sehr, sehr bekannter Geiger und auch Dirigent. Und wenn man sich mal seine Biografie anschaut, ist es schon wirklich sehr, sehr interessant, dieses Leben. 1916 geboren in den USA als Sohn von weißrussischen jüdischen Immigranten. Hat man früh das Talent des Jungen erkannt. Er war als Geiger schon als Kind in Konzerten tätig und hat dann zunehmend mehr Erfolge gehabt. Was das Interessante auch an seinem Leben ist, er hat Konzerte für die alliierten Soldaten im Zweiten Weltkrieg gespielt. Er hat anschließend auch Konzerte gegeben für überlebende KZ-Opfer, zum Beispiel in Bergen-Belsen. Er hat dort im Duett gespielt, zusammen mit Benjamin Britten, der das Klavier gespielt hat. Das zeigt schon, dass er zeitgeschichtlich auch immer sehr präsent war. Und er hat als erster jüdischer Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gespielt. Er hat in Berlin mit den Berliner Philharmonikern 1946 gespielt. Und weil, als er gefragt wurde, warum er denn sowas tut, sagte er, ich will zur Versöhnung beitragen. Yehudi Menuhin hat sich sozial sehr engagiert. Er hat Musikkurse für Altenheime, Krankenhäuser, für Schulen und so weiter initiiert. Also das ist wirklich auch ein sehr, sehr großes Verdienst. Wenn Sie dieses Porträt oder auch das der anderen Musiker in Augenschein nehmen wollen, kommen Sie doch vorbei ins Stadtmuseum, wenn es wieder möglich ist.